Willkommen zur nächsten Folge von Minecraft mit Lauren. Und heute werden wir uns um den Iron Farm kümmern, mit diesem kleinen Herrn da. Aber zuerst müssen wir den noch etwas füttern. Und ich habe diese dumme Autoschicht-Funktion an. So, weg ist sie. Vielleicht können wir hier ein bisschen was ernten. So, und dann nehmen wir das den, dann machen wir uns Kleider. So. Wir brauchen kleine Baby-Villager, because die müssen wir wieder weg verfrachten, um andere Farms zu bauen. Zum Beispiel den Raid Farm, den Pumpkin Farm, das Triggers, Errands. So. So, geben wir euch mal ein Karussell. Hallo, tschüss, Kinder. Und wir wollten ja in der letzten Folge den Eisenfarm bauen, das hat ja auch einfach nicht so gelungen wie geplant. Deshalb versuchen wir es heute doch nochmal. Ich muss auf jeden Fall mein Kistensystem. Ich mache auf jeden Fall mal ein paar Chests. So, wir sehen uns dann wieder, wenn ich es geschafft habe, das alles umzusortieren. Bin ich noch wieder mal mit einem großen Emoji. Schild aus der Hand und... So! Oh, und es wird gerade Nacht, denn ich will einen Zombie finden, ne? Der uns etwas... Ja, etwas... auf der Hand hält quasi. Den wir dann da unten einsperren. Den lassen wir hier reindroppen in unseren Schacht. Gehen wir hier runter. Führen ihn hier rein. Auf diese Plattform. Und sneaken uns hier dann raus. Ja, auf jeden Fall ist so mal der Plan. So. Müssen wir nur noch warten, ne? In der Zwischenzeit hätte ich gesagt, vielleicht den Baum und ich melde mich wieder, wenn ich den Baum fertig gefällt habe und die ersten Zombies in der Nacht sehe. So, hier haben wir unser erstes Monster, einen Creeper. Gefahren, dann ist da noch immer kein Zombie gespawnt. Das ist halt schade. Ich nehme Plants und Butter mal mit. So, ich habe gesagt, wir wandern dann komplett. So, es wird jetzt auch langsam wieder Tag, deshalb gebe ich meine Suche auf. Dark Wars.
du jetzt doch anders überlegt und statt auf die Nacht zu warten, geh ich jetzt lieber einmal einen Stritt mein Tunnel graben. Ich habe hier schon etwas angefangen. Und den will ich hier dann weiter untergraben. Bis ich auf die Nacht warte. Ich werde dafür minus 49 graben, weil das spawnen halt die meisten großen Caves. Und wir wollen ja große Caves und Diamanten natürlich. Und ich habe aus dem Eisen und Golem jetzt einmal gecraftet. Ein Iron Pickaxe. Und ich werde mich jetzt runtergraben. So, ich werde schon sehen, wenn mein Iron Pickaxe kaputt ist oder ich unten angekommen bin. Jetzt sind wir wieder oben. Und wir werden jetzt auf Hunting gehen für Zombies. Und es beginnt einen Schneesturm einzusetzen. Ein Zombie-Villager mit Eisenschwert. Kann mir mit meinen Kommentaren schreiben, wie viel prozentuale Chance ist. Ein Zombie hat selbst 0,33 Chancen mit Eisenschwert. Dann noch ein Zombie-Villager. Das ist so, muss ja bei 0,15%. Ich sammle aber nichts auf, so rufe ich mich alle. Oder ihr killt mich. Schlafen, dass mir echt viel zu bunt wird. Ich muss gerade gleich essen gehen. Ich fand im Shop. Okay, dann tschüss. Mindshift, vielleicht finden wir einen Name-Tag. Dem hätte ich für die meiste Hoffnung. Lava. Ich brauche Lava für die Eisenbahn. Das ist super. Gut, ich melde mich dann wieder, wenn ich was Spannendes gefunden habe. Hier mal eine Base.
Umgebung herumlungert. Ja, weil ich habe nämlich keine Iron Pickaxe. Also wenn ich mir eine craften. Ein Furnace. Ich habe keine Kohle. Ich habe genug Planks, ich kann mal noch ein paar farmen. Schild in deinen Kies trappen jetzt, Achtung! Ja! Wir haben kein Pickup Loot Zombie! Soll ich den behalten? Ich bin schon. Wir müssen da jetzt nur ganz, ganz, ganz vorsichtig runterkommen zu den Dias. Und wisst ihr, was ich mit ganz, ganz vorsichtig meine? Creeper abschießen? Achievement machen? Und runterspringen. Aus- und einloggen. Joinen wieder die Welt. Und dann werde ich ohne Damage am Boden ankommen. Wo sind jetzt meine Dias? Ich hab da fix Dias gesehen. Kann man es mir nicht mehr erklären? Ganz genau, hier bin ich jetzt wieder. Also meine Mining Trip. Und ich gehe jetzt hier hin zu meinem Ofen. So. Werde meinen Ofen das da reinstopfen. Und werde meine zwei Diamanten sicher verstauen. Ich würde jetzt außerdem gerne meine Kartoffeln. Nein. So. Einmal ist es noch. Ist mir egal, ob ich aufgewachsen bin oder nicht. Ja, ich bin einfach aufgewachsen. So, mein Ei. So, mein Eisen ist fast durchgeschmelzt und ich werde daraus jetzt einmal eine Chestplate craften und dann, nein, ich mag ein bisschen Speereisen haben. Schuhe. So, 4 Armor Bar. Bisschen Iron left. Und ich suche immer mit dem Haus. So, hier bin ich jetzt auch wieder mit meiner schönen Hose, meinem Schild. Und ich hätte gesagt, tschüss und für weitere coole Folgen lasst ein Like und ein Abo da. Sonst schreibt mir weitere Bauideen in die Kommentare. Und ich sage, tschüss.